Ihr Lieben, ich grüße euch. Ich werde mal kurz schildern, was ich gesehen habe. Aufgrund der aktuellen Ereignisse habe ich mich diesen Tagen oder jetzt eben gerade wieder mit Germania verbunden. Ich habe in meinen letzten Übermittlungen gesagt, dass sie... Oder ich werde es einfach nochmal zusammenfassen mit den neuen Erkenntnissen. Germania ist aus dem aktuellen BAD-Bereich, also die Grenzen von der BAD, aus dieser Mitte von diesem Bereich aktuell östlicher gewandert. Und sie sitzt jetzt, ich bekomme immer Sachsen. Also dort in diesem Bereich sitzt sie gerade auf einem Thron. Das heißt, aber was ich gesehen hatte, ist, sie ist über eine Grenze gegangen. Und an dieser Grenze, also war eine schwarze Masse. Ich habe das damals interpretiert als ein Fluss. Jetzt bin ich fast der Meinung, dass es hier um eine Grenze geht. Um eine Grenze von einer schwarzen Masse, die über diese Grenze hinaus nicht wirken kann. Ich bin der Meinung, dass sie mir damit eventuell die zwei verschiedenen Zonen zeigen wollte, die Ost- und die Westzone, also Mitteldeutschland und Westdeutschland. Auf jeden Fall ist sie über diese Grenze hinübergelaufen. Mir wurde wie eine Brücke gezeigt und wie ein, also ich war der Meinung, es war wie eine, wie ein Fluss, der aber aus einer schwarzen Masse bestand, die sie, diese schwarze Masse, hat versucht, dass sie nicht rüber auf diese andere Seite kommt. Die schwarze Masse wollte, dass Germania weiter in diesem Sumpf, also in diesem einen Bereich Deutschlands bleibt, also Westdeutschland. Dann ist sie aber rübergewandert und als sie diesen Weg rüber gemacht hat, war diese schwarze Masse, die sie festgehalten hat, also festhalten wollte, immer nach ihr gegriffen hat. Und sie ist vorsichtig über diese Grenze hinübergelaufen. Und ich habe letztens gerade wieder geschildert, dass die schwarze Masse sogar gekrochen ist über das Land und die Arme lang gemacht hat, um sie noch auf dem Land zu greifen zu können. Sie ist aber strikt ihren Weg östlich gelaufen, über diese Grenze. Hat sich dann an einer Straße, eine Straße, die in den Osten geht, also von den Osten Richtung Westen, also nicht von Norden, Süden, sondern wirklich aus dem Osten in den Westen. Und aus dem Osten, also so Russland her, ist eine Garde gekommen, eine alte Garde aus älteren Zeiten, und ist an ihr vorbeimarschiert und diese Garde gab ihr Schutz. Sie fühlte sich sicher. Sie marschierte an ihr vorbei bis zu jener Grenze, wo diese schwarze Masse war. Jetzt eben habe ich mich nochmal verbunden und mein höheres Selbst habe ich gesehen. Ich sehe das dann immer wie eine weibliche Figur mit langem Kleid. Und das ist dann immer mein höheres Selbst, ist aus mir heraus und ist Germania entgegen. Und wir sind beide Richtung Osten gelaufen. Hier wieder für alle. Wenn das hier etwas eigenartig klingt, es ist eine Seelensprache. Es ist eine bildliche Sprache,
die interpretiert werden muss. Die Seelen sprechen über Symbolik, über Bilder. Zumindest ist es bei mir so. Ja? So, und eine Seele, eine Volksseele, kann sich auch als eine Person darstellen, personifizieren sozusagen, vermenschlichen, wie auch immer. Und steht dann aber repräsentativ für das Volk, für die Volksseele, so wie das Volk gerade ja, wie es gerade wie es sich gerade darstellt. Und sie ist mit mir Richtung Osten gelaufen und hat mir aus dem Osten einen Sonnenaufgang gezeigt. Und wir sind ziemlich weit in den Osten und hat mir ziemlich viele Ostgebiete, die sehr weit runter gingen, gezeigt. Und ein Wachstum, eine Art Wachstum. Also es scheint etwas zu sein, was sich entwickelt, was nicht von jetzt auf nachher kommt. Denn sie hat mir ja auch in der Vergangenheit ein Kind gezeigt. Das war für mich symbolisch eine neue Volksseele, ein neues Reich, wie auch immer wir das nennen wollen. Und diese neue Volksseele ist am Wachsen. Das heißt, es ist erst klein und es wird immer größer. Das sind die Möglichkeiten. Und das hat sie mir wohl auch zeigen wollen, dass das die Möglichkeiten sind. Wie gesagt, ich habe sehr viel erstmal im Ostbereich und das ging sehr weit. Über die Ländergrenzen, über unsere Ländergrenzen hinaus. Genau. Das war, ach so, und dann hat sie mir die Straße gezeigt, dass zur anderen Seite bis zu dieser Grenze dann die schwarze Masse ist. Also es kann sein, dass sich Germania vorrangig erst einmal in den Richtung Osten entwickelt. Dass Gespräche erst einmal stattfinden Richtung Osten. Und der Westen ist noch nicht, das wird noch nicht gezeigt, da wird mir nur diese schwarze Masse gezeigt. Hinzufügen möchte ich das komplette aktuelle Bild, was ich heute empfangen habe. Also, Germania sitzt auf einem Thron. In ihren Armen hat sie ein Kind. Das ist das Kind von Engel Michael. Und Engel Michael steht hinter ihr übergroß. Vor ihr ist diese goldene Straße. Die goldene Straße sieht aus, als wenn sie aus der Sonne heraus entsteht, aus dem Osten. Und führt an ihr vorbei bis zu dieser Grenze der schwarzen Masse, der Brücke. Mehr kann ich zu diesem Zeitpunkt nicht sehen. Das sind die aktuellen Bilder, die sie mir gezeigt hat.